Ein wunderschönen und herzlich willkommen zurück zu unserem wunderschönen Grinsebäckchen. Wir haben Money ohne Ende, ist mir gar nicht aufgefallen. Wir haben über 1 Million Euro. 1 Million, ja, sind das Euros? Ich weiß nicht. Wir haben auf jeden Fall genug Geld für alles. Welche Straßen haben wir? Wir haben hier eine. Ist das eine Baumallee? Ja, ne? Die sind immer noch Stufe 4. Wir müssten die Straßen noch etwas aufwerten, dann müsste das passen. Parks haben wir hier eigentlich genug? Oder kriegen wir hier noch was unter? Ich habe noch ein paar Mods rausgesucht. Da müssten noch ein paar Parks dazugekommen sein. Tuk, 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 tuk. Fontaine-Garten. Setzen wir den mal hier so hin. Wie sieht er aus? Ich würde sagen. Nee. Nee, 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 nee. Nee, der kommt wieder weg, der sieht doof aus. Ja, der sah definitiv doof aus. Was haben wir noch? Diagonal Parkingzone, Campfeuer, modern Art Plaza. Gefallen tut er mir auch nicht. Irgendwas müssen wir noch hier hinsetzen. Oder wir machen das folgendermaßen. Straße noch ein bisschen erweitern, obwohl die ist schon eigentlich. Ich möchte das eigentlich so von der Straße nicht verändern. Wir lesen das eventuell die Straßen am Mittel. Was haben wir hier noch? Ein Warenhaus. Ah, das ist zu groß. Kleiner Pool. Würde sich hier irgendwo auch nicht wirklich anbieten. Was haben wir hier noch? Irgendwas will ich da noch reinballern. Ich weiß aber noch nicht was. Irgendwas total Wichtiges. Tennisclub haben wir glaube ich schon, oder? Gartencenter haben wir auch schon mal irgendwo. Cricket Park. Zu groß, definitiv ein bisschen zu groß. Public Viewing passt ja auch nicht. Japanischer Garten. Macht sich der hier? Nee, der sieht auch doof aus. Der passt hier nicht wirklich rein. Danke. Kleiner Biergarten, nicht. Obwohl so im Hinterzimmer. So. Nachbarschaftstreffen und sowas. Dann können wir hier wieder zumachen. Und hier müssen wir den Weg noch ein bisschen wieder verbinden. Vielleicht reicht das ja schon, um das Gebiet noch ein bisschen aufzuwerten. Na, Deckenkammer hoch. 4, 4,5 ist noch nicht optimal. Da geht noch ein bisschen was. Wie sieht es mit Straßen aus? Straßen haben wir ja eigentlich schon das Optimum, was geht, oder? Genau, das ist das schon das Höchste. Kosten, Geschwindigkeit, 40. Was Besseres kriegen wir hier leider nicht rein. Das wäre eine große, aber die würde hier sich optisch überhaupt nicht gut machen, finde ich. Ja, dann müssen wir hier mit den kleinen auskommen. Okay, hier haben wir es aber schon fast. Okay, kriegen wir vielleicht so einen Pool hier in die Mitte rein? Da haben wir hier schon so, da haben wir ein Monument, haben wir irgendwas Lüttes? Ein Kino? Von der Einflusssphäre müsste das ja passen, ne? So auf die Seite vielleicht. Ja, optisch passt das hier, passt es sich hier auch ganz gut an. Beobachten wir mal. Hier kann auch ein Gebäude anziehen. Genau. Nein. Einstellen. Aber die wachsen schon. Und da müssen wir uns keine Sorgen machen. Okay, beobachten wir mal. Wird schon besser. Wir wollen auf jeden Fall, dass hier oben das reichste Gebiet einzieht, was es gibt. Das Opernhaus sieht auch noch super aus.
Kommen wir hier schön entlang spazieren. Gut, dann müssen wir hier dieses Gebiet noch ein wenig verschönern, verdichten. Wenn wir ein, es wird schreit nach Einwohnern, machen wir. Macht das Sinn, die vielleicht auch noch zu vergrößern, aber der Verkehr läuft ja bis jetzt ganz gut, muss ich feststellen. Okay, wenn es ein bisschen größer wird, müssen wir mal gucken, ob wir die Straßen dann noch anders umlegen, aber bis jetzt sieht es ja ganz gut aus. Scheint ja zu passen. Wir müssen sie kurz warten, aber dann schummelt sie sich schon da durch. Müssen wir mal gucken, ob das dies ausgeht auf da. So, machen wir hier mal noch ein bisschen Straße da rein. Hier so. Das ist eine Einbahnstraße, eine Sackgasse. Und hier wieder so rein. Hier so. Und. Ich glaube, da haben wir alles mit eingenommen. Nehmen wir noch ein bisschen Wasser. Zack. Zack. Und zack. Hier auch. Zack. So. Okay, dann kommen wir noch ein paar Gebäude rein. Und ich habe ja gesagt, lassen wir ein kleines Stück dünn besiedeltes. Eventuell hat man da auch in der Stadt, dass es ab und zu so kleine Viertel gibt, wo dünn besiedelt ist. Ist ja auch okay. Kannst ja ruhig ein bisschen mischen. Hier dann ein bisschen Gewerbegebiet. Hier den kleinen Zipfel hier. Und noch ein paar Büros. Zack, 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 zack. So, Strom muss ich dann, wird sich dann da schon irgendwie dazu tun. Wie sieht es hier aus? Hier sieht es auch alles tutti frutti gut aus. Würde ich mal so meinen. So. Okay, wie baue ich jetzt weiter, ist die Frage. Ich überlege, ob ich hier eine Bahn einbaue, aber ich finde, die Gebiete sind an sich schon ganz gut mit der Straßenbahn angeschlossen. Aber ist halt die Frage, wo schließe ich hier noch eine Bahn an? An der Polizeistation vorbei wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel. Obwohl, wir machen mal Folgendes. So geht das. Das sieht ja blöd aus. Nee, das sieht blöd aus. So. So ist okay. Und jetzt gucken wir mal, ob wir den noch eine Bahn angeschlossen kriegen. Zug da. Nehmen wir mal hier so eine Bahn. Da braucht eine Stromnetze. Wo? Wo, 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 wo? Hier? Wo? Ach so, die das da oben oder was? Das stört mich jetzt weniger. So, machen wir ja Folgendes. Wo bräuchten wir noch eine Bahn? Ich würde sagen, hier noch eine. Und hier oben hin. Hier so ein bisschen. Sie zieht sich. Genau, unentschlossen. Ich würde sagen, sie zieht sich dann hier hoch, dass sie hier hält. Hier von der Seite. Dass sie so ein bisschen den Bahnverkehr ein bisschen kürzer halten. Machen wir hier mal sowas hin. Und dann machen wir hier noch eine Bahnstation, so eine etwas kleinere. Ja, der sieht doof aus. Der sieht netter aus. So, Bahnstation und hier oben dann noch eine Bahnstation. Würde ich sagen, wir bauen die direkt hier von hier an. Und da machen wir Vorortbahnhof. Ich würde sagen, hier den hier. Na, wenn dann schon auf die Seite, damit wir da rumfahren könnten, eventuell. So, jetzt müssen wir die nur noch verbinden.
Ist halt die Frage, wie machen wir das? Ich würde sagen, hier durch und hier schlängeln wir es dann unten drunter durch. Irgendwie. Nehmen wir hier die Gleise. Schlängeln bitte. Schön den Hang so ein bisschen entlang. Okay, hier ist ein bisschen steil, da können wir einen Tick nach oben gehen. Ist ja okay. Das ist okay, denke ich. Hier auch noch. Nee, schon niedrig. Wir müssen hier nur rüberkommen. Na, da. Hier oben durch. Und dann bin ich doch schon zufrieden, oder? Oder kommen wir da noch irgendwie vorbei? Können wir uns da vorbeischlängeln? Ich glaube, das wird zu knapp. Oder? Cool. Okay, so ist okay, denke ich. Können wir da unten noch hier Verbindungsstraßen runter durchbauen? Ich denke, ist das ganz okay. Aber was hier für ein Verkehr los ist, müssen wir auf jeden Fall hier die Straße gleich noch da hinten anbinden. Aber erstmal hier kümmere ich mich um die Bahn. Wie fahren wir hier vorbei? Da ist die Station. Ich würde Folgendes vorschlagen. Brauchen wir die Stromtrasse hier oben noch? Die ist erstmal mit der verbunden. Das da oben ist verbunden, also die können wir wegreißen. Genau wie die hier oben komplett. Und da sind wir da hinten noch die Bahn so durchzuschlängeln. Hier vorbei und hier dann im Keller. Hier so schön vorbeischlängeln, unauffällig. Tja, da haben wir ein paar Pech, die müssen direkt neben der Bahn wohnen. Da kann man auch nichts machen. Und dann hier irgendwie anschließen. Na? Na? Wie ist das von der anderen Seite? So. Dann kommt das hier weg. Aber ich würde sagen, hier oben bleiben wir noch ein Stück oben. Um die Leute ein bisschen zu entlassen. Nicht, dass die Kinder da lang spielen und dann der Meinung sind, die müssen da lang laufen. Sonst haben wir hier auch noch Probleme. Zack. Zack. Und zack. Na, ich würde es noch ein bisschen knapper halten. Hier auch noch ein Stück abreißen. So, hier vorbei und noch ein kleines Stück so und jetzt müsste es. Okay, jetzt müssen wir die nur noch verbinden. Der braucht noch ein bisschen Strom. Machen wir das so erstmal für einen Moment. Ein Wasser bräuchte der noch. Ist halt die Frage, wie schließen wir die Straße an? Ist auch noch ziemlich viel Verkehr in die Richtung, oder? Täuscht das? Ne, das täuscht. Können wir hier ruhig eine große Kreuzung an die Kreuzung anschließen. Dann können wir hier die Wasserleitung dahin verlegen. Zack. Genau wie hier müsste es auch noch kein Wasser geben. Strom müsste sich dann da ausgehen zusammen. Zack. Strom passt. Strom passt. Und hier hinten noch genau dasselbe Problem. Wasser haben wir da noch. So, und Strom
für einen Moment machen wir einfach so eine kleine Stromtrasse. So. Dann schließen wir die Bahn an. Dazu müssen wir hier auf die Haltestelle wieder klicken. Neue Linie. Neue Linie. Zack. Zack. Und hier verbinden. Die geben wir noch eine eigenständige Farbe. Machen wir die so ein bisschen hellblau. Das passt ganz gut. Zieht sie sich hier so durch. Kann man den vom schnellsten Weg hier einmal wechseln. Das und das. Dann müssen wir den noch mit dem Nahverkehr ein bisschen anschließen. Wie machen wir das? Auf jeden Fall müssen wir hier, machen wir hier ein Taxi. Eine kleine Taxibude nebenan. Machen wir bei allen. Zack. Zack. Dann ein schönes großes Parkhaus. Na, das ist nicht zu extrem. Auf jeden Fall müssen wir hier noch einen Parkplatz dafür suchen. Zack. Damit man auch parken kann in der näheren Umgebung. Hier genauso. Und ich habe hier noch einen Parkplatz. Der hier ist ein bisschen größer. Da hinten. Okay, das sieht doof aus. Definitiv sieht der doof aus. Ja. Park. Kleiner Park. Das sieht der Park aus. Okay. Naja, warum nicht? Können da die Opas sitzen? Man kennt ja die Opas, die immer am Bahnhof sitzen und ihr Bierchen trinken. Wir brauchen ja auch einen Platz. Fontaine Plaza, Wood Park. Dann habe ich ja noch ein Amphitheater. Kleines. Da auch noch irgendwo platzieren. Spiralpark. Nee. Irgendwas zum Parken. Okay, da habe ich wohl nur die. Okay, nehmen wir die. Nehmen wir noch einen von denen. Car Park. So ein Lüder. Ja, der sieht schon ein bisschen netter aus. Muss man hier zwar übers Grüne fahren, aber okay. Können wir das vielleicht ein bisschen verschönern, indem wir halt einfach so normales Straßenstück machen. Ich glaube, das sieht ein bisschen netter aus in dem Moment. Wie sieht es hier aus mit dem? Der ist auch okay und da müssen wir dasselbe machen. Zack. Können wir gleich noch ein daneben hinsetzen, damit das ein bisschen einheitlicher aussieht. Können wir den kleinen Park, wo war der? Ne, der hier war das. Genau. Wie sieht das aus? Ist okay, würde ich sagen. Und hier hinten. Ja. Würde ich sagen, ist okay. Dazwischen. Oh, die bauen noch gar nicht. Ja, dann ist auch richtig. Kann man ruhig die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen. So, dann müssen wir noch Folgendes tun. Hier kommt man noch. Wie fahren die Busse denn hier? Busse, hier, Busse. Hier fährt nur ein Bus dahin. Auf jeden Fall müssen wir das irgendwie dazu schaffen, dass die da noch hinkommen. Wir können zwar von der Straßenbahn aus ein Stück laufen, aber muss ja auch nicht sein. Hier brauchen wir eh noch einen Bus. Also fangen wir hier an. Schlängelt sich hier durch. Hier lang. Hab ich das? Nee. Hier einmal. Hier einmal. Wo ist die Busstation? Da ist eine. Dann kann er hier mit der Straßenbahn nochmal. Kann da ein paar quer einsteigen. Hier parken die. Und hier geht es dann wieder zurück. Ist ein bisschen weiter so. Nimmt hier einmal das, die Oper noch mit. Hier nochmal halten. Und da. Hier irgendwo. Hier rein. Und hier kann er ruhig auch nochmal halten. Und da. Und hier ist dann Ende. Perfekt.
Nehmen wir so eine Lilane, haben wir die schon? Ne, die passt hier. Die passt gut rein hier. Gut, dann haben wir das Viertel schon mal angeschlossen. Müssen wir hier noch irgendwie. Das ist auch ein Bus, keine Straßenbahn. Der fährt da lang. Ich sage, wir setzen ihn nochmal um, dass der hier mit reinfährt. Einfach so einen kleinen Bogen mitnimmt. Das ist, glaube ich, ganz okay. So. Aber die Seite dann auch. So. Von der anderen Seite. Genau, da macht er hier so einen Bogen und da fährt er wieder weg. Das ist wohl, glaube ich, in Ordnung. Obwohl die Linie ziemlich lang ist. So, wie schließen wir das hier an? Hier ist eh noch kein richtiger Bus. Gut, das ist, machen wir das dann folgt. Müssen wir hier dann noch so eine kleine Straße bauen, damit der wenden kann. Der Bus. Eine kleine Kehre. Dann fängt er da an. Dreht hier um. An der Polizeistation. Hier rum. Hier, das nimmt er mal kurz ein Stück mit. Dann fährt er. Kann man hier schon tauschen? Ja, da kann man tauschen. Okay, dann kann er hier lang fahren. Hier lang. Hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Ich sage hier noch lang, fährt hier auch einmal hoch, die Schüler hier hoch zur Schule. Hier ein? Nee, fährt hier direkt hoch. Gut, dann fahren wir hier auch einmal hoch mit, fahren wir hier wieder runter. Hier lang. Hier lang, hier wieder rein, hier irgendwo halten, hier irgendwo halten, und hier noch mal kurz vor der Kreuzung. Da müssen wir nicht noch mal rein, wenn da können wir eh umsteigen, und dann können wir hier anschließen. Machen wir hier die dunkelgrün. Okay, dann haben wir das auch angeschlossen. Unser Verkehrssystem ist ja perfekt, würde ich sagen. Also besser geht gar nicht. Gut. Geschwindigkeit noch ein bisschen erhöhen, damit hier auch was wächst. In der Zeit, wo ich hier schnacke und laber. Und wir auch ein bisschen Geld reinkriegen. So, dann müssen wir die Straße hier noch verbinden. Würde ich sagen. Durch so einen Bogen. Hier auch. Und hier ist ein großer Kreisverkehr. So, da geht es dann rein. Und von hier aus geht es dann in allen möglichen Richtungen. Eine geht dann hier in die Richtung. Eine in die Richtung. Und die hier geht in die Richtung. Hier an der Bahn entlang. So. Und dann hier so rein. Für einen Moment würde ich sagen, ist das okay? Würde ich so sagen. Dann haben wir hier eine große Ausweichroute. Wir müssen hier alle über den Weg kommen. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Würde ich sagen, die hier. Hier hoch. Hier runter, und das geht noch hier mit ran. Die Straße führt hier mit ran. So, haben wir schon mal hier große Verkehrschaos gemacht. Ich glaube, wir haben alles angeschlossen, was wir müssen. So viel haben wir nicht erreicht in diesem Part. Ein bisschen habe ich was gemacht, aber manchmal verbraucht man sich schon, die Zeit geht so schnell um. Hier wächst noch nicht wirklich viel, leider. Gibt es sonst irgendwelche Probleme?
Gucken wir mal, ob wir die jetzt auf Stufe 5 hochgekriegt haben. 4, na, immer noch nicht. Schade, das ist ein bisschen doof. Überhaupt irgendeiner? Der ist kurz davor, aber noch nicht wirklich. Ja, vielleicht steigt das dann mit dem Bodenrichtwert. Der Bodenrichtwert ist ja schon richtig hoch. Ich glaube, wenn die anderen steigen, dann steigen die mit. Wenn der allgemein das Niveau steigt. Unser Bodenrichtwert ist ja an sich schon ziemlich hoch. Das muss man auch mal zusagen. Ich würde sagen, hier entwickelt er noch eine neue Siedlung, aber wir bauen erstmal dieses Viertel hier aus. Würde ich so sagen. Das Barockviertel. Und die Grinsespitze sieht auch super aus. Okay, dann haben wir eine Bahn angeschafft bei uns zu Hause. Vielen Dank fürs Reinschalten. Ich bin Corvinius. Wie gesagt, jeden Samstag und jeden Mittwoch um 13 Uhr, um 15 Uhr eine Folge, nicht 13 Uhr, um 15 Uhr eine Folge, zweimal die Woche. Ich hoffe, das ist okay von der Zeit. 25 Minuten, das sollte passen. Vielen Dank fürs Reinschalten. Ich bin Corvinius. Tüdelü.